Diese Woche sehr spannende Themen. Wir sind auf der Gamescom und Informationen kommen gleich. Unwetter in Süddeutschland und wie geht er aktuell weiter? Ja, aktuell läuft ja nur noch ein paar Tage bis zu der Gamescom. Wir haben auch einen kleinen Trailer vorbereitet. Den spiele ich euch gleich ab. So, Momenten. Jetzt. Bereit für das größte Gaming-Event des Jahres. Tauche ein in die aufregende Welt der Gamescom 20. Fordere dich selbst heraus und tritt jeden die Besten der Besten an. Treffe kreative Köpfe hinter deine Lieblingsspieler. Sei Teil einer unverdächtigen Gemeinschaft, die die Gaming-Welt vereint. Komm zu Gamescom 23. Verpasse nicht die Chance, Gaming in einer neuen Dimension zu erleben. Gamescom 23, das Gaming-Event des Jahres. Natürlich, wir sind wieder vor Ort für euch und berichten natürlich wie jedes Jahr live vor Ort. Relativ live. Wir hatten auch einen Livestream geplant. Vielleicht kommt da noch einen, aber sicher da sehe ich aktuell da noch nichts. Ja, trotzdem ein Erlebnis und trotzdem relativ live sind wir ja da, weil immer am nächsten Tag von zum Beispiel Tag 1, am nächsten Tag, am Tag 2 um 9 Uhr kommt das Video vom Vortag. Seid gespannt, was wir also erleben und wer alles genau dabei ist. Der erfahrt ihr dann ab Donnerstag auf meinen, auf beiden Kanälen. Am Donnerstag letzte Woche gab es in Süddeutschland und Mitteldeutschland heftige Starkregen und teilweise Überflutungen in Nürnberger Land sind aufgetreten. Sehr viel Überschwemmungen und Unterführungen sind blockiert. Auch Kellergewölbe sind aktuell nicht wirklich zugänglich. Die Feuerwehr hatte über 1000 Einsätze in Nürnberg. Das THW wurde auch dazu gezogen, um mitzuhelfen, um Wasser auszupumpen und so weiter. Es sind immer noch leichte Schäden und Wassermengen vorhanden, die werden aber nach und nach beseitigen. Ja, nachdem wir ja diese Woche auf der Gamescom sind, kann ich leider oder ich werde ich aktuell nicht versprechen können, die nur der Woche 35 wird ich dieses Mal wahrscheinlich sich verschieben auf den Dienstag. Bitte wundert euch nicht, sondern die nur der Woche werden einen Tag später kommen, weil ich komme erst am Montag wieder nach Hause und vielleicht kommen die auch schon am Montag. Kommt ein bisschen darauf an, wie zeitlich stressig es so wird. Damit würde ich mich erstmal verabschieden und habe eine schöne Gamescom. Ich freue mich schon. Mach gut. Und vielleicht sehen wir uns, du und ich, auf der Gamescom. Damit schönen Tag. Tschüss.